Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Syndicate. So, und gleich zum Start werden wir mal zu Eevee wechseln. So. Und schauen uns mal an, wie es weitergeht. Mach doch mal eine Pause. Oh. Okay. Auch so weit gegen gewesen. Wenn ich ihn nicht durchgekriegt. Ausweichen. Man geht schon echt zur Sache hier, gleich am Start. So. Was, Tutorial freigeschaltet? Irgendwas habe ich freigeschaltet. So, okay. Map. Du wirst uns keinen Ärger mehr machen. Nee, definitiv nicht. So, Verlaute-Taste war es, okay. Die nächste Mission. What? Okay. Ich glaube, wir machen zuerst das hier noch. Genau. Ah, da kriegen wir einen Gürtel. Okay, ich würde sagen, machen wir den mal kurz. Aber jetzt, ja, ich hab's. Sogar in der Nähe. Ich glaube, wir waren eh auf dem Weg dahin. Bin zwar nicht mehr ganz sicher. Ja, jetzt letzte Zeit spiele ich wieder öfters Assassin's Creed, weil es halt wirklich jede Woche zwei Folgen kommen und ich jetzt nicht mehr vorab Folgen habe, nehme ich hier gleich wöchentlich auf und daher, ja, bin ich ein bisschen mehr drin. Die erste Folge von etwa 3-4 Folgen war wieder erst nach vielen. Natürlich muss ich da ein bisschen reinkommen, ich spiele jetzt halt so viele Spiele zwischendurch, da ich halt ein großes Programm habe. Und außer Arc ich jetzt täglich bringe. So ein bisschen schauen. So, komm da hoch, komm mit, ja. Komm da hoch irgendwie mit dem Haken. Ihr hat auch einen Haken, okay. Jetzt wird's gegangen, okay. Da sind wir eh schon oben. So, vorhin Level, eh Spiel natürlich. Und wir porten uns weg. Spanner, ey. Haltet die Augen auf, Leute. Jemand hat unser Netzwerk im Visier. Die Brennerei könnte als nächstes dran sein. Oh, okay. Haben wir es jetzt im Visier? Das verkompliziert die Sache. Die Tür. Die Tür der Destillerie öffnen. War ich auch nicht unbedingt, ne? Rüber mal. Den Typ da vor der Tür, den hau ich weg, indem ich die Bretter hier. Und wieso sind wir jetzt Ibi? Wieso sind wir jetzt Jacob? Kann ich wechseln? Okay, jetzt wissen wir, eine Mission, die Jacob machen muss. Oh, ich komm nicht ran. Doch, da komm ich ran. Ja, komm, möglichst viel ran. Und der noch? Ich komm nicht. So. Ausweichen. 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 Was? Ich hab die Toilette ausgedrückt. Oh ne, nicht die Taste E. Ja, das ist zu brechen, ja. Boah. Mein Gott. Okay, da kommen noch ein paar. F. Er leert E. Ja, noch einer. So. Ich glaube, es ist aber auch einfach geworden als früher. Oh, warte, noch einer. Ja, entschuldige, aber die kommen ja hier überher. So. Okay, ich fahre ein Wurfmesser weg zurück. Gut, ein bisschen Geld geben sie halt alle. Plündern eh tragen, okay. Wurfmesser, sehr gut.
Ich habe ja auch 10 Wurfmesser, können wir mal die Sachen hier öffnen. Sie sollten nicht herumschleichen und achtbare Gentlemen erschrecken, junger Mann. Mir war gar nicht bewusst, dass Herumschnüffeln als achtbar angesehen wird. Schnüffeln? Sir, ich versichere Ihnen. Bleibt wachsam. Schnell, rein da. Das war fast schon zu knapp. Okay, und jetzt? Sie, junger Mann, haben mich ganz schön erschreckt. Ich hielt Sie für einen von denen, aber jetzt verstehe ich, warum Sie hier sind. Aus demselben Grund wie ich, vermute ich. Vermuten Sie? Die Kiste ist hier oben. Sehen Sie sich das an? Was? Etliche Gegner sind hier. Eine recht beeindruckende Apparatur, meinen Sie nicht? Ich kenne größere. Okay. Datura Stramonium. Oder Stechapfel, wie er gemeinhin genannt wird. Das kommt in den Sirup hinein? Und Opium ebenso. Was? Empörend, außerordentlich ekelerregend. Was, Drogen? Opium sind doch Drogen, oder? Der richtige Schritt, um fortzufahren. Stimmen Sie mir zu? Kommt jetzt? Finden Sie einen Weg hier raus. Beeilung! Und die anderen Ventile? Dreimal dürfen Sie raten. Nun gut, junger Mann. Oh, okay. Ja, ist gut. Für wie viel verkaufen die dieses Mittel eigentlich? Natürlich darf ich nicht die Scheiße baden, war logisch. Das sparen Sie bestimmt Profit. Los, runter da! Ich bin... Oh. Hier ist er hergekommen! Ich nehme dich! Au! So, ich denke, ich muss schauen, vielleicht die Kiste noch holen, bevor ich hier rausgehe. Gehe ich wegen. Jetzt. So, die Kiste ist die oben und unten. Kiste. Jetzt machen wir mutig. Okay, Metall. Chemikalien. Müssen wir da hoch eigentlich? Ist da oben noch etwas? Nee, eigentlich nicht. Loslassen. So, 3 Punkte reicht. Okay, warte mal. Wohin müssen wir jetzt? Ah, oh, du musst doch da oben hin. Hier mal flott dahin zu kommen. Wie
die Harpies dagegen unternehmen möchten, ne? So, sind die letzten alle oben jetzt, ne? Mal wenn es wäre natürlich da hochzukommen jetzt. So, hier geht es natürlich nicht. Kann ich mich irgendwie hochhangen? Nun, irgendwo? Ja. Jetzt die Treppe nehmen. Dann gehen die direkt hoch. Geht es nicht? Komme ich ja nicht nirgends hoch? Nee. Hier lassen wir los. Jetzt müssen wir durch das ganze Bürogebäude durch. Hilft auch nichts. Vielleicht nirgends hoch, schade. Das war so einfach vorhin, darfst du uns hoch zu angeln. Okay, warte, jetzt kommen die bei der Treppe vorbei. Vielleicht kann ich hier einen überraschen. Schön vorsichtig. Einer. So. Der Name. Sehr gut. Und noch den letzten Schalter betätigen. Sofort alle Mann raus hier! Ja, im Moment lebt eh keiner mehr. What? Okay, okay. Und durchs Fenster. Ach, das Ganze geht in die Luft, okay. Gut gemacht, mein Junge. Gut gemacht. Charles Darwin. Sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Jacob Fry. Die Freude ist ganz meinerseits. Während Sie Unheil gestiftet haben, fand ich das hier. Es zeigt, dass eine Probe von jeder Charge in die Lambeth-Anstalt versandt wurde. Und dort gerade Besuchszeit ist? Nicht so voreilig, Mr. Fry. Es arbeiten viele Leute in Lambeth. Sie wollen doch nicht unnötig Aufmerksamkeit erregen. Aber wo bleibt da der Spaß? Nicht jedes Problem kann mit gewaltigen Explosionen gelöst werden. Manchmal ist ein wenig mehr Diskretion angebracht. Es ist schon spät. Ich treffe Sie an der Anstalt, um die Nachforschungen fortzuführen. Sehr gut. Ja, toll, ich hätte keinen töten dürfen. Wieso lese ich diese Aufgabe nie im Vorfeld? Keine Ahnung. Okay, wir haben so und so Mühe gebracht, jeden zu töten. So, Map. Ich habe Map mit M, ja klar. So, jetzt haben wir ja hier alles gemacht in diesem Gebiet. Jetzt fehlt uns, kommt da noch diese Aufgabe in Frage. Jo, dann gehen wir da hin. So, Königsaufgabe. Hi, Jungs. Am Anfang waren die Polizei so gefährlich und jetzt einfach irgendwie, keine Ahnung. Haben wir hier irgendwas noch nicht geholt? Irgendwas inzwischen aufgedeckt wurde? Boah, draußen fliegt ein Helikopter durch. Hört ihr auch? Wahrscheinlich schon nichts, sogar durch die Kopfhörer hören. Hört ihr das auch? So, hab kurz das Fenster ein bisschen zugemacht. Okay. Ja, ich. Also ich sehe auf der Karte, jetzt habe ich natürlich auch markiert, ich depp. Mal gerade mal auf, wir sehen eigentlich nichts, das wir nicht geholt hätten schon in B. Ja, also dann gehen wir da hin. So, okay, los. Wir könnten auch uns einen Kutscher nehmen, ne? Nehmen wir mal eine Kutsche. Oh.
Die wird sogar angezeigt, wenn wir dann kurz neben den Weg. Ah! Boah, die Steuerung ist echt so, echt nur psychopathisch, keine Ahnung. Ich will die Steuerung aber nicht kapieren. Na klar! Oh lol! Ich hab's gerade gedacht, wieso lotst du mich so? Oh. Auf geht's. Was? Ich kann nichts mehr für dich tun. Was ist da gerade passiert? Wir wurden zu einer Schlacht um diesen Bezirk herausgefordert. What? Ja, okay, machen wir mal. Eine Schlacht um diesen Bezirk? Wow, jetzt machst du einen Kampf jetzt. So machst du eine Schlacht und so, hä? Ich glaube, da bringt es natürlich schon mehr jetzt, weil ich die Rook schon ein bisschen abgeupgradet habe. Wenn auch zögerlich, ihre Herausforderung angenommen. Alle Waffen sind erlaubt. Mögen die Stärkeren gewinnen. Was? Das wäre ein krasses Ding, ey. Ein Straßenkampf. Oh, war ja. Ach, war das die, die uns die im Hafen weggerannt ist? Zeig den Leuten, dem dieser Bezirk gehört! Komm schon, Freunde! Lol, was war das? Was kommt die Chefin persönlich? Ihr habt meine Freunde erledigt. Dafür schlachte ich euch ab. Ich kann ihn von hier treffen. Ich ziehe das Fell über die Ohren. Bringt zu Ende und wir gehen was trinken. Dann die Deckung durchbrechen. F, F, F. Verdammt! Ich krieg die Deckung nicht vorbei mit dem E. Lass die nicht zu Atem kommen. F, E. Oh, ich hab mich EQ. So. Hab ich E gedrückt. E. F. E. E. Das war's. E. Was? Hallo? F. Oh, mal cool, mir ziehen. Okay, glaub ich glaube, lange lässt mich durchhalten. Kann ich weglaufen? Kann ich aufs Kampf raus irgendwie? Nee, kann ich nicht. Boah, was ist das gewesen, ey? Komm ich überwegen. Okay, das war's dann mal für diese Folge. Ich hab keine Ahnung, wie ob ich so einen ganzen Kampf machen wahrscheinlich, ne? Ich habe auch keine Ausstattung mehr. Ja, gut. Ich würde sagen, ich hole mich dann noch kurz wieder Ausrüstung und dann werden wir uns für die nächste Folge wiedersehen. Bei mir ist nochmal aufsuchen. Bis dann. Tschüss.